Vorgestellt wird die AD1, eine Leistungsdiode entwickelt Mitte 1935. Die AD1 ist eine etwas kontroverse Röhre. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Zuerst eine kleine Übersicht der Röhre selbst. Die Maximalwerte sind 250 Volt Anodenspannung bei maximal 15 Watt Anodenverlustleistung. Das entspricht ungefähr 90 Milliampere. Die Kaltanodenspannung kann 550 Volt sein. Kaltanodenspannung meint die maximale Spannung an der Röhre, sofern die Röhre noch nicht geheizt ist. Im normalen Betrieb hat man normalerweise 250 Volt Anode, 60 Milliampere Kathodenstrom. Das entspräche ungefähr 4,2 Watt Sprechleistung bei einem Klirrfaktor von ungefähr 5%. Wenn ich die Röhre als Gegentaktverstärkung betreibe, habe ich ungefähr 9,5 Watt Verstärkungsleistung bei einem Klirrfaktor von nur noch 1,5%. So, das hier ist eine AD1 von Valvo. Das ist eine frühe Produktion. Cooler jetzt ins Bild. Das ist eine frühe Produktion. Von der AD1 gibt es auch Varianten für 350 Volt, wie zum Beispiel die hier von Telefunken. Das Problem an Röhren bzw. der Röhrenfotografie ist, man fotografiert Spiegel. Eine andere Variante ist eine Variante für 400 Volt Anodenspannung. Das hier ist die AD1 400 von Löwe. Das ist eine Nachkriegsvariante der AD1 aus dem RFT-Werk bei Erfurt. Die ist produziert, wenn ich das richtig lese, Fünfzig. Ist ein bisschen höher als die Valvo-Variante. Und natürlich gab es auch die Industrievariante. Die Industrievariante entscheidet sich hauptsächlich davon, dass ich maximal 300 Volt Anodenspannung habe bei 30 Watt maximaler Anodenverlustleistung. Man sieht, dass die Anode ein Kühlblech hat. Und was etwas schwierig zu sehen ist, es sind etwas mehr
Heizfäden, also sprich Kathoden in der Röhre. Die Kathode ist anders aufgebaut. Und das spiegelt sich auch in einem kleinen technischen Detail wider. Wobei auch zu bemerken ist, dass diese Röhre falsch beschriftet ist. Sie ist als AD1 gelabelt. Die Industrievariante der AD1 wäre aber EB3. Der Unterschied ist, die AD1 wird mit 4 Volt 0,9 Ampere geheizt, während die EB3 mit 4 Volt und 1,5 Ampere geheizt wird. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass wenn ich eine EB3 in den Sockel stecke für eine AD1, dass der Transformator für die Heizung in die Übersättigung läuft und somit thermisch Probleme bekommt. Also beim Austausch der beiden Röhren muss man darauf achten, dass der Heiztrafo die 1,5 Ampere der EB3 verträgt. Es gibt auch andere Varianten, Nachkriegsvarianten der AD1, zum Beispiel von Miniwatt Dario. Miniwatt war eine Low-Cost-Firma von Philips. Die wurde gegründet aufgrund des Röhrenkartells, dass jede Firma in ihrem Land nur bestimmte Kontingente von einer Röhre produzieren durfte und vertreiben durfte. Mit der Konsequenz, dass halt Unterfirmen gegründet wurden, die hundertprozentige Tochterfirma waren, meistens von Philips. Bekannt sind zum Beispiel Miniwatt, Dario und Atsam, wobei Atsam hauptsächlich im Benelux-Bereich gearbeitet hat. Hier ist auch schön zu lesen, dass es ein Import aus Holland ist. Und das ist die letzte Variante von Tungsram Hamburg. Auch eine Nachkriegsproduktion. Das Ausmessen einer AD1 ist in den Kommentaren verlinkt, beziehungsweise in der Beschreibung des Videos.